Hallihallo zusammen. Heute gibt es ein bisschen Behind the Scenes von Georg und von mir, wie so ein typischer Shooting-Alltag bei uns ausschaut. Ein Alltag kann man eigentlich nicht sagen, was es ist, weil es ist immer irgendwie was anderes. Und jeden Tag aufs Neue muss ich mir für meinen Teil überlegen, was ziehe ich an, was kombiniere ich, was habt ihr da draußen vielleicht noch nicht gesehen. Und genauso muss sich der Georg auch Gedanken machen, wo gehen wir heute hin, wo shooten wir, welche Uhrzeit, zu welcher Tageszeit und so weiter und so fort. Ja, und wie ich so ein Outfit für euch zusammenstelle und wie es ein bisschen so bei uns behind the scenes aussieht, das gibt es heute für euch hier und jetzt zu sehen. Jetzt ist es soweit. Ihr seid in den heiligen Hallen, wo ich ausnahmsweise mal halbwegs zusammengeräumt habe für euch, weil die normale Messe, die Mutti kann zu. In der Regel ist es so, ich komme hier rein und überlege mir, ja, was ziehe ich an, was will ich euch da draußen zeigen. Heute weiß ich, dass ich diese zwei Mäntel in Szene setzen soll. Darf, muss, wie auch immer. Und genau, und um diese muss ich jetzt ein Outfit finden und zusammenstylen, dass es nicht 0815 ist, was ja vollkommen okay ist, aber das ist nicht mein Anspruch und so bin ich nicht, ich will ja immer so ein bisschen einen Twist schaffen. Und ja, in der Regel ist es bei mir so, es ist halbwegs ein bisschen organisiert, mein Kleiderschrank. Hier gibt es ganz viele Boots, wie man sieht, aufgereiht. Sehr viel Metallic-Geschichten, die findet man hier, Sneakers da. Da geht es weiter mit ganz vielen Stiefeln. Also es ist bei mir, ich habe wirklich alles. Also das sind hohe Schuhe, die kein Mensch braucht, aber ich habe es halt einfach. Und da unten zum Beispiel auch für die Real World meine Bügelwäsche, ganz wichtig. Und da liegt auch was am Boden, aber das sieht natürlich niemand. Aber das macht ja nichts, das kann man ja, ihr kennt es mir, ich stehe ja da dazu. Auf jeden Fall gibt es da jede Menge Pullis. Das Gute ist, die Pullis, die ganzen anderen sind noch in Salzburg, also da sind jetzt nur ein ganz, ganz wenige da, wie ihr seht. Und dann natürlich die Taschen und Accessoires. Die gilt es dann am Schluss, das ist meistens so der letzte Schritt, die dazu zu stylen. Genau, wenn ihr dann ungefähr Vorstellung habt, nachdem es da drinnen alles sehr, sehr eng ist im Ankleidezimmer, gehe ich meistens mit dem ganzen Krempel ins Wohnzimmer. Und da lege ich mir immer so die Outfits auf, damit ich sehe, sind die stimmig, sind die nicht stimmig. Und das zeige ich euch jetzt, wie das aussieht. Nur oben filmen, weil es schaut überall anders so aus. Also. So sieht es in der Regel aus. Ich lege mir das immer am Boden, ich falte alles aus und kombiniere da dazu. Ganz lustig war das, wie ich auf die Fashion Week geflogen bin, habe ich jedes Outfit angezogen und der Georg hat ein Foto gemacht, damit ich weiß oder gewusst habe, dann in New York drüben, was ich anziehe. Das war immer ganz, ganz clever. Aber bei Shootings ist das natürlich nicht notwendig. Da packt man alles zusammen in großen Taschen und verlässt dann das Haus. Aber man sollte natürlich schon einen Plan haben, was man wie kombiniert. Und in dem Fall habe ich es jetzt wirklich einfach gehalten. Ich kann bei zwei Outfits denselben Pulli anziehen. Und genau, so mache ich das. Danach holen wir immer die Accessoires, wie Brillen und Taschen. Und dann geht es schon los zum Shooten. Das ist für mich schon immer wichtig, dass der Georg auch meine Outfits approved. Jetzt sind wir wieder beim Denglisch, gell? Also absegnet auf Deutsch. Und er hat halt gesagt, das schaut geil aus. Also passt das gut. Und Outfit Nummer 2 habe ich jetzt am Schluss noch dazu kombiniert, meine wunderschöne, wollte ich sagen, eigene Tasche. Und das kommt jetzt alles in diesen Ikea-Sack rein. Ich liebe ja Ikea-Säcke. Genau. Schön zusammengelegt. Der klassische Vorführeffekt ist, wenn wir so ein Video schneiden wollen für euch, dass dann in Strömen regnet, immer schaut, sag mal das an, das ist ja Katastrophen. Aber wir wollen es euch trotzdem zeigen, weil unsere Zeit ist ja immer sehr begrenzt, beziehungsweise ich bin ja immer unterwegs. Kennst du das, wenn der Wind im Hals reinfährt? Naja, auf jeden Fall, geiles Wetter, Traumwetter in Augsburg. Wir wollen es euch jetzt trotzdem zeigen. Also wir werden jetzt schon einen Spot finden. Ah ja, vielleicht eine wichtige Info. Wenn wir jetzt runterfahren bei diesem absolut vorteilhaften Licht, ich schminke mich so gut wie gar nicht, also auch nicht für Shootings. Außer ich muss irgendwo hingehen, dann natürlich haut man sich ein bisschen was drüber, aber das ist naturpur und auch auf den Fotos bin ich meistens naturpur. Und das ist auch gut so. Georg steht voll auf das. Auf jeden Fall. Was hast du schon wieder gekauft? Nix, das habe ich zugeschickt gekriegt. Ah, okay. Es ist mein Auto, ist eine Katastrophe. Naja, du musst es ja nicht ins Detail filmen!
Das ist der heutige Plan B. Normalerweise haben wir ja immer relativ clean Hintergründe, so wie zum Beispiel eine weiße Wand, aber das ist ja alles ein bisschen schwierig aufgrund des Wetters. Deshalb dieses Ding da. Dach. Genau. Anders geht's heute nicht. Aber es passt, glaube ich, ganz gut zu dir. Hoffe ich, sag ja. Also, let's do it! Setzt sich einfach irgendwo um, weil es eh wurscht ist. Es ist saukalt. Der Georg ist voll eingepackt und hat schon richtig an. Die Seite schon richtig an. Gell, Georg? Na, super. Genau. Dann. Setzen wir uns hier. Oftmals hilft es, wenn man zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, die Tasche nicht so nimmt, sondern einfach vielleicht unter dem Arm gibt und dann im Zuge dessen einfach geht. Und ich schaue halt meistens nicht direkt mit meinem Gesicht in die Kamera, man halt schaue scheiße aus, von dem haben wir abgesehen, aber ich habe meistens die Haare davor und gehe so, nehme die Tasche in die andere Hand, lasse sie mal runterfallen, einfach immer schauen, dass man ein bisschen was anderes macht und halt nicht nur da steht, sondern einfach, keine Ahnung, mit den Kleidungsstücken auch spielt ein bisschen. Man kann sich auch niedersetzen oder, keine Ahnung, man geht von der Kamera weg und man schaut immer ganz kurz zurück, so ein bisschen. So, das sind so die Sachen, die ich meistens anwende. Du kannst dann noch näher zugehen, Georg, und dann hängt jeden einzelnen Ding von mir. So, jetzt gehen wir nach Hause, es ist kalt.